Heute wird Ari versuchen, ein fast blindes Spiel durchzuspielen. Dead Space. Er hat keine Ahnung, dass in der Gegend ein Alien auf ihn wartet und es ihn angreifen wird. Er wird schreien wie ein Mädchen. Leider wird er keine Unterstützung dabei von diesen netten Dosen haben, weil die sind nämlich leider alle. Es ist weg! Ja, und dank dadurch, dass wir ihn dazu gezwungen haben, ein ausführliches Let's Play durchzuspielen, sehr ausführlich übrigens, haben wir beschlossen, ihn zu fesseln an seinen Stuhl und ihn für die Notfälle einen kleinen Pisspot hinzustellen. Mhm. Also, woran fesseln wir da? Werden wir ihn mit anketten. Ich hab Angst. Keine Sorge, ist nicht so schlimm. Hab ich schon aufgemacht. Das sagt der Folterknecht. Gut geprüft. Und dadurch, dass wir schön auf ihn aufpassen werden, habe ich hier die Schlüssel aus der Marke Plüschige Fesseln. Mhm. Was denn? Den Plüsch habe ich abgemacht. Der sieht jetzt aus wie der Rest deines Zimmers. Staubig und fusselig. So. Der arme Zocker. Begibt sich nun auf eine erschreckende Reise. Im Dunkeln. Warum hast du eigentlich keine Jalousie? Erklärungsnot einblenden. Die wurden bereits abgerissen. Von kreischenden kleinen Aris? Mindestens. Okay. Dann würde ich mal anfangen. Fängst an zu spielen, ne? Ist das so schlimm? Ich habe ein riesiges Problem. Wie ihr gerade gesehen habt, wurde ich hier gefesselt und gefangen gehalten. Und ich werde gerade dazu gezwungen, Dead Space zu spielen. Ich brauche Hilfe.